Noch ist die aktuelle Bässephase nicht zu Ende. Es gibt zwar immer wieder ordentliche Erholungsversuche, aber wie nachhaltig die sind, das ist zweifelhaft. Umso wichtiger ist es für das Leben nach der Bässe zu schauen, wie sich Anleger jetzt positionieren. Und da geben eben die ETFs sehr guten Aufschluss. Herzlich willkommen zu Gewinn mit ETFs, dem Forum der Experten. Wir schauen uns Trends und Tendenzen an, vor allem aber bei den Privatanlegern, die ja einen Anlagebedarf haben. Angesichts dieser niedrigen Zinsen müssen sie stärker auf Aktien setzen. Informationen dazu erhalten wir von Markus Jordan, der Chefredakteur des Extra-Magazins. Das ist ja spezialisiert auf die ETF-Branche. Und weiter geht's mit Thomas Meyer zu Drewer. Er leitet das ETF-Geschäft der Commerzbank unter der Marke Comstage. Und Comstage wurde gerade als das ETF-Haus des Jahres ausgewählt, vom Finanzenverlag ausgezeichnet in der Nacht der Finanzen. Also herzlichen Glückwunsch dazu. So, dann gehen wir gleich mal in Medias Res und schauen uns an, was wir hier haben, Entwicklung der ETFs und die investierten Gelder. Das nennt sich ja auch Assets Under Management. Und wir sehen hier, das ist ja alles weiterhin auf sehr hohem Niveau. Es geht ein bisschen zurück, aber da haben wir natürlich auch einen Kurseffekt, weil natürlich mit dem Verfall der Kurse auch der Wert der investierten Gelder ein bisschen nach hinten geht. Jetzt einfach die Erläuterung, Herr Jordan, was steckt dahinter? Ist das ein Zeichen, wo wir sagen, die Leute verabschieden sich von ETFs? Nein, im Gegenteil. Ja, genau. Also wir machen diese Statistik seit einem Jahr, aber rückwirkend seit Januar 2014. Da nehmen momentan, ich meine, 6 Direktbanken teil. Mhm. Und man sieht ja eben die Entwicklung der Assets under Management. Und eins ist auf dem ersten Blick deutlich, ist ein sehr, sehr großer Betrag. Etwa 7,3 Milliarden Euro sind momentan von Privatanlegern in ETFs in Deutschland investiert. Das ist eine einmalige Zahl, weil die gibt es in keiner weiteren Statistik, gibt es nur bei uns eben. Und man sieht, wie Sie schon gesagt haben, dass in den vergangenen Monaten die Assets ein bisschen gesunken sind, aber bei Weitem nicht so stark wie der gesamte Aktienmarkt. Der ist ja deutlich stärker gefallen. Ein Grund zum einen könnte sein, dass Anleger tendenziell immer mehr in ETFs investieren, als sie verkaufen. Zum Beispiel durch Sparpläne kommen wir ja nachher nochmal drauf. Ja. Aber auch bei den normalen Handelsumsätzen sieht man deutlich mehr Käufe als Verkäufe. Damit baut sich dann eben ein Bestand auf. Und ich glaube, dass ETF-Anleger im Wesentlichen auch sehr gut informierte Anleger sind, die eh schon ihr Vermögen breit über mehrere ETFs streuen, und das federt natürlich dann auch einen Vermögensverlust ab. Also die können dann so eine Phase, so eine bessere Phase, die ja historisch gesehen immer noch relativ moderat ist, auch ganz gut aussitzen. Was spüren Sie denn? Also da gibt es natürlich vor allen Dingen auch die Flows. Haben Sie dann beispielsweise Zuflüsse in dieser Phase, wo es eigentlich mit den Kursen nach unten geht? In der Tat sehen die Händler sehr starke Umsätze, vor allen Dingen natürlich, und das liegt in der Natur der Sache, im DAX. Wir haben seit Jahresanfang Zuflüsse gesehen, die zwar volatil sind, aber die zeigen, was der Herr Jordan gerade gesagt hat, dass eben der Privatanleger doch den ETF oder ETFs entdeckt hat, um dort gewisse Strategien umzusetzen, aber eben auch von kurzfristigen Chancen zu profitieren. Gibt es denn aus Ihrer Sicht deutliche Unterschiede zwischen Privatanlegern und institutionellen Anlegern? Auch von den Institutionellen hört man ja, dass sie durchaus in diesen schlimmsten Monaten der Bässephase ordentlich zugekauft haben. Haben Sie, kann ich bestätigen, weil es eben die Chance ist, nachzukaufen, und weil die Aussichten für die Weltwirtschaft dann auch nicht so dunkel sind, wie das vielleicht im Moment erscheint. Vor allen Dingen für die, die natürlich langfristig orientiert sind. Was noch zusätzlich eine Rolle spielt, die Zahlen waren dieser Tage zu lesen. Es gibt hier in Deutschland rund 2000 Mischfonds oder auf Neudeutsch Multi-Asset-Fonds. Viele von denen nutzen ETFs und nutzen sie gerade auch in diesen Phasen. Ja. Wobei da natürlich die Überlegung wieder war, dass die ETFs, reine ETFs, oft besser performt haben als diese besonders spezialisierten Fonds, aber das nur nebenbei. Wir schauen uns mal an, wie es mit den Handelsumsätzen aussieht. Also da haben wir Käufe und Verkäufe, und da stellt sich natürlich die Frage, was steckt genau dahinter? Umsätze sind beide. Herr Jordan, also was sind die Erkenntnisse aus dem Umsatzverhalten? Also hier sieht man die Handelsvolumen, also Transaktion mal ausgeführte Order. Mhm. Und hier auf dem Niveau hier hat man ungefähr die Milliardengrenze. Das heißt, wir hatten jetzt im Januar
etwa 1,3 Milliarden Euro Handelsvolumen, was sehr deutlich ist. Es ist klar zu sehen, dass immer in Phasen, wo die Märkte eben stärker fallen, dass die Handelsvolumen massiv nach oben gehen. Das heißt, die Anleger haben also schon auch ETFs für kurzfristige Transaktionen im Einsatz. Leider sieht man jetzt aus der Grafik nicht, wie sich das verteilt, das Kaufvolumen und das Verkaufsvolumen, weil das würde man nämlich unisono sehen, dass in allen Monaten, seit wir die Statistik machen, mit einem Faktor ungefähr 1,7 mehr gekauft wird, als verkauft wird. Mhm. Ja, also das zeigt ganz klar, dass Anleger oder dass ETFs immer mehr neue Anleger auch generieren und wenn ein Anleger mal sich für einen ETF entschieden hat, dass sukzessive auch der Anteil im Portfolio dann ansteigt. Und das hat sich also in dieser Bässephase auch nicht irgendwie verändert, dass man sagt, Nein. Da ist ein bisschen weniger Käufe Nee. Und mehr Käufe. Also das heißt sehr konstant stabil. Konstant mit dem gleichen Faktor, genau. Ja. Ja, Sie haben natürlich einen Überblick auch über die Produkte. Sie haben es kurz erwähnt, aber er hat es ja auch erwähnt, dass natürlich manche auch trading-orientiert sind. Das können Sie natürlich bei den Hebelprodukten ein bisschen ablesen. Hat sich da mehr getan in dieser Phase, dass sich die Anleger auf die eine oder andere Seite hin positionieren? Wir haben zu Jahresanfang vor allem die Nachfrage nach Short-Produkten gesehen, speziell auf dem DAX. Aber das hat jetzt etwas andere Gründe, auch auf den festverzinslichen Bereich, vor allem auf den Bund-Future, hatte natürlich damit zu tun, dass der Markt zu Jahresanfang davon ausgegangen ist, dass vor allem die US-Zentralbank etwas tun wird. Wir sehen zurzeit Nachfrage nach Produkten mit einem Hebel, nämlich nach oben. Der Leverage-DAX ist dort ein Produkt. Man sieht also, genau wie der Herr Jordan gesagt hat, wir sind hier in Deutschland, da ist schon der DAX stark gefragt in allen möglichen Ausprägungen, ob Short oder eben auch mit Hebel. Mhm. So, und jetzt kommen wir zu was ganz Soliden. Wir kommen nämlich zu den Sparplänen. Da stellt sich natürlich einfach mal ganz generell die Frage, treibt Anleger in die Sparpläne hinein und wie haben sie sich verhalten? Vielleicht nochmal Sie, das können Sie so besonders gut machen, Herr Meyer zu Drewer. Was ist der Vorteil eines Sparplans? Der Sparplan hat im Wesentlichen zwei Vorteile. Zum einen spare ich regelmäßig und damit ist mir die Entscheidung natürlich genommen, ob ich jetzt konsumiere oder ob ich lieber investiere. Der zweite, ganz wesentlicher Punkt ist, dass ich immer zu einem festgelegten Zeitpunkt spare und damit kommen diese Überlegungen Market Timing, wann steige ich ein, sollte ich morgen einsteigen, hätte ich besser gestern einsteigen sollen, was ich natürlich nicht kann, das entfällt und bringt für den Langfristanleger große Vorteile. Mhm. So, Herr Jordan, Ja. Und jetzt haben wir hier die Statistik, Sie haben eine Sparplanstatistik, wie sie sonst keiner hat, was hat sich da getan? Eigentlich nichts, geht immer weiter nach oben. Ja, also man sieht momentan mit etwa 7.500 Sparpläne, die neu jeden Monat dazukommen, was schon eine beeindruckende Zahl ist aus meiner Sicht. Und insgesamt gibt es etwa 220.000 ETF-Sparpläne, die monatlich ausgeführt werden. Und das Sparvolumen von diesen Sparplänen sind 33 Millionen Euro. Das heißt, allein durch Sparpläne kommt, wenn man das jetzt mal 12 nimmt, ich sage jetzt mal rund 400 Millionen Euro pro Jahr neues Volumen in den ETF-Markt, was schon auch eine sehr beachtliche Summe ist. Ich glaube, wenn man sich anschaut, was so in den letzten Jahren passiert ist, hat im Prinzip jede Direktbank ein Sparplanangebot im ETF-Bereich eingeführt. Die ETF-Anbieter haben das teilweise durch kostenlose Sparplanaktionen nochmal, ich sag mal, befeuert, ja, um da einfach den Markt zu erschließen. Kürzlich ist FlatEx mit einem neuen Angebot auch an den Markt gekommen, die eher mehr so ein trading-orientierter Broker war, jetzt aber auch Sparpläne anbietet. Und insofern ist da das Angebot für den Kunden besser geworden, die Produktvielfalt viel größer geworden und was man hier in der Grafik sieht, ist eben das Resultat davon. Man hört ja sogar, dass Sparkassen, die sich bisher davon ferngehalten haben, jetzt auch Sparpläne vornehmen. Lassen Sie uns gleich weiterschauen. Da müssen wir mal gucken, wie das mit dem durchschnittlichen Volumen der Sparpläne aussieht. Da sind wir. Also die durchschnittliche Sparplanrate, auch relativ stabil. Was ist da zu berichten? Ja, die Grafik täuscht jetzt ein bisschen die Skalierung. Also wir sind hier bei 145 und hier bei 160. Also da geht es hier um 10, 20 Euro, die Sparrate variiert. Im Schnitt kann man sagen, es werden so 150 Euro im Monat im Rahmen eines Sparplans bespart. Das ist, glaube ich, auch die identische Zahl, die auch bei klassischen Fondssparplänen angespart wird. Also da gibt es keine großen Veränderungen. Es schwankt manchmal ein paar Euro. Das liegt
liegt aber meistens dann immer, hängt mit den unterschiedlichen Meldungen eben zusammen. Mhm. Das ist ja eine interessante Frage. Die Grafik, die wir vorher gesehen haben, die Sparpläne steigen an, aber offensichtlich sinkt die durchschnittliche Sparrate. Da sieht man einfach, dass auch die Online-Banken ihr Angebot optimiert haben. Ist also schon bei 25 Euro losgeht, mhm. was natürlich dem geneigten Sparplaninteressenten und Anleger eröffnet, nicht nur einen, sondern über mehrere ETFs anzulegen. Also wenn Sie jetzt ein Fazit ziehen müssten zu den Privatanlegern, was könnte man sagen? Der Privatanleger ist stabiler und überlegter und klüger, als sein Ruf ist? Also ich glaube, dass Privatanleger, die ETFs einsetzen, erstmal sehr schlau sind und auch sehr schlau agieren an den Kapitalmärkten. Das, glaube ich, hängt damit zusammen, weil man sich eben, wenn man sich mit dem Thema ETF beschäftigt, sehr schnell in das Thema passive Investieren, Portfolio-Kontext, in diese Themen sich hereinwagt. Und dann stellt man sich dann immer die Frage, gut, wie baue ich mir ein Portfolio zusammen? Wie kann ich die ETFs als Bausteine einsetzen? Und am Ende kann man jetzt überlegen, welches Portfolio das richtige ist. Aber am Ende kommt dann einfach ein breit gestreutes Portfolio raus, das den Anleger eben über Höhen und Tiefen ganz gut über die Zeit hinweg bringt. Und insofern, diese Grafiken, die wir gezeigt haben, ist eigentlich das Resultat davon aus meiner Sicht. Also mehr Konzentration auf Privatanleger wäre das Fazit. Normalerweise sind die Anbieter ja eher auf die Institutionellen geeicht. Das wird auch so bleiben. Das sieht man auch ganz deutlich aus den Statistiken. Ich glaube, um das noch zu ergänzen, bei vielen Anlegern wird immer klarer, dass vor allen Dingen der langfristige Vermögensaufbau entscheidend ist. Dafür sind ETFs vor allem aus Kostengesichtspunkten entscheidend, aber noch aus einem ganz anderen Grund. Die Flexibilität ist wesentlich höher. Ich kann über mehrere ETFs investieren. Ich kann das auch mal aussetzen. Ich kann auch mal gerade in diesen Zeiten wesentlich, ich kann ja auch die Sparrate mal für den einzelnen Sparplan erhöhen und führe somit automatisch ein Rebalancing, ein Wiederanpassen an meine ursprüngliche Allokation, wie der Herr Jordan gerade gesagt hat, durch. Langfristig, und das zeigen alle Statistiken, sehr langlaufende Statistiken aus der Vergangenheit, ist es entscheidend, dass man sich weniger um Market Timing, um die Überlegung, wann ich einsteige, kümmert, sondern dass man wirklich etwas tut, dass man spart. Und da ist ein Sparplan natürlich einfach ideal. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, meine Damen und Herren. Also die privaten Anleger sind sehr viel solider, als man das normalerweise annimmt. Und wir haben gehört, sie sind auch schlau, weil sie auf ETF setzen, weil sie breit diversifizieren und damit auch keine allzu große Angst vor der Bässe haben müssen. Wie immer können Sie diese Sendung nochmal anschauen im Internet on demand. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.